Servus Leute und willkommen zu meiner Bewerbung für Seven vs. Wild. Ihr könnt sehen, ich bin gerade am Joggen. Für mich geht es heute ins Fichtelgebirge, um genau zu sein auf den Ochsenkopf. Ja, genau, das ist gerade mein Weg hier. Es ist noch relativ früh. Wir haben 7.15 Uhr, das heißt, ich bin seit 5 Minuten unterwegs. Insgesamt wird meine Strecke etwa 45 Kilometer lang sein. Genau, lassen wir mal das Abenteuer auf uns zukommen. Let's go! Im Moment ist noch ziemlich kühl, das ist natürlich zu meinem Vorteil. Die Sonne ist noch fast unter den Bäumen. Aber es wird heute deutlich wärmer. Ein Getränk habe ich leider auch nicht viel dabei, nur ungefähr 1 Liter. Da muss ich mal schauen, wie ich klarkomme. Aber ich wollte meinen Rucksack natürlich leicht halten. Jetzt ging es schon mal ordentlich viele Höhenmeter rauf, aber dafür haben wir auch einen super Ausblick. Da hinten, dieser Turm, der hohe, da muss ich hin. Das ist mein Ziel, das ist der Ochsenkopf. Du merkst schon, dass die Sonne jetzt immer höher steht und es wird deutlich wärmer. Ich schwitze schon richtig. Aber ist geil. Haut richtig rein. Schaut euch mal die Banane an. Die war komplett gelb am Anfang. Schaut euch mal an, das ist voll aufgerieben alles. Da und da. Wegen irgendwelchen Kanten im Rucksack. Scheiße, jetzt muss die auch verzerrt werden. Alter, die hat so zerfetzt. Ich bin jetzt in Goldkronach angekommen. Es ist sau heiß. Ich schwitze schon, obwohl wir jetzt erst 8:45 haben. So crazy, aber ziehen wir natürlich weiter durch. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte, das heißt so 11-12 Kilometer. Ja, das ist relativ langsam. Aber es liegt natürlich auch am Rucksack, ne? Gepäck. Und es ist scheiße heiß. So, jetzt geht es richtig steil rauf. Das geht jetzt bestimmt so einen halben Kilometer. Sehr anstrengend, aber wenigstens einigermaßen im Schatten. Jetzt werden Höhenmeter geschrubbt. So verdammt steil. Das geht jetzt schon die ganze Zeit so. Ich muss kurz zügig laufen und nicht joggen. Das wird sonst nichts. So, oben angekommen. Da bin ich raufgelaufen. Aus diesem Tal. Einfach komplett hoch. Und wo komme ich her? Ungefähr von da hinten. Übrigens, ich bin ewig nicht gejoggt. Also, weiß nicht. Letztes Mal vielleicht so vor einem Monat oder so. Ich jogge eher Distanzen zwischen 3 und 10 Kilometer. Also sowas heute ist eine komplette Ausnahme. Und so weit wie heute bin ich allgemein noch nie gejoggt. Marathon bin ich zwar schon mal gelaufen, allerdings nicht am Stück. Am Morgen bin ich mal 25 Kilometer gejoggt und am Abend noch mal 17. Genau. Und dazwischen habe ich halt 6 Stunden Pause gemacht oder so. Und das heute ist eigentlich 45 Kilometer mehr oder weniger am Stück. Klar mache ich hin und wieder eine kleine Pause, aber im Groben und Ganzen ist es dann doch am Stück. Jetzt werden die Wege richtig geil. Das macht Spaß, Mann. Nicht mehr solche Straßen oder so. Jetzt sind wir endlich mal gescheit im Gebirge drin. Ich denke, das ist ganz sauber, das Wasser. Also ich habe jetzt allgemein eh noch nicht so viel getrunken, aber ich kann jetzt zumindest mal jetzt was trinken und dann die Flaschen wieder auffüllen. Naja, ganz so sauber ist es jetzt nicht. Leicht grünlich, aber ich denke, das taugt trotzdem. Da könnt ihr es nochmal sehen. Ich habe jetzt einen ziemlich geilen Weg hinter mir. Habt ihr ein paar Ausschnitte gesehen? 2 Bäche waren da. Jetzt geht's mit Schotter weiter. Kilometer nach. Ist schon wieder sau steil. Ich kann nicht mehr joggen. Okay, da ist der Turm. Geil. Jetzt bin ich gleich da. Ich bin jetzt echt fertig. Also die letzten 3 Kilometer ging es stetig bergauf. Aber ich bin halt auch nicht mehr gejoggt. Ich bin jetzt einfach zügig gegangen. 22 Kilometer haben wir. In ein bisschen mehr als 3 Stunden. Um genau zu sein, 3 Stunden und 11 Minuten. Ich schaue jetzt mal auf den Turm rauf. Der ist ganz nice. Da hat man eine gute Aussicht. Und dann geht's alles wieder zurück. Geil, Leute. Oben angekommen. Sehr schöne Aussicht. Mit dem geilen Ausblick erzähle ich euch jetzt ein bisschen was über mich selber.
Also ich bin der Michael, ich bin 19 Jahre alt, habe gerade eben erst mein Abi gemacht und bin einfach super hyped auf diese Challenge. Und ich finde diese Herausforderung, 7 Tage mit 7 Gegenständen auf einer Insel zu überleben, quasi richtig geil. Mit Survival selber habe ich nicht ganz viel Erfahrung. Also so, ich setze mich mal in den Wald mit einem Messer oder so, habe ich noch nie gemacht. Finde ich aber sehr interessant und würde ich auch gerne mal ausprobieren. Aber im ganzen Outdoor-Bereich, so Wanderungen, Schneeschuhwandern, Mehrtagestouren, Hüttentouren, Kajakfahren, Kanufahren, habe ich alles schon sehr viel gemacht von klein auf. Und da würde ich sagen, bin ich kein Beginner. Aber wie gesagt, Survival selber habe ich noch nie so richtig ausprobiert. Reizt mich aber sehr. Körperlich fit, würde ich sagen, bin ich. Ich fahre sehr gerne Rad und sehr viel. Zum Beispiel bin ich auf diesem Schneeberg, den ich euch ja gerade eben gezeigt habe, schon 14 Mal von dem Tal da unten raufgefahren, sodass ich die 6000 Höhenmeter mit dem Rad zusammen hatte. Oder ich habe auch schon 3 Mal die 100 Kilometer bewältigt. Erfolgreich natürlich. Oder ich bin jetzt hierher gejoggt zum Beispiel oder zurück. Also ich denke, körperlich fit bin ich auf jeden Fall. Solche Challenges stelle ich mir quasi selber, weil ich mich herausfordern möchte und weil ich das einfach super cool finde. Genau, und deswegen reizt mich auch eben diese 7 Tage Survival. Ja, so viel zu mir. Ich würde sagen, wir brechen wieder auf. Es sind ja schließlich noch 25 Kilometer vor mir oder so. Ich nehme nämlich jetzt einen anderen Weg. Der geht nämlich da runter. Das ist eine Downhill-Strecke, die finde ich sehr interessant. Die kann man mal Trailrunning-mäßig runterrennen. Das finde ich richtig geil. Ja, und dann laufen wir da hinten so einen Bogen rum. Über den Hügel da hinten wieder, schön viel Höhenmeter sammeln natürlich und dann hinten wieder zurück. Wird noch lang, war bisher auch ziemlich anstrengend, aber pack mal. Also ich habe jetzt doch länger Pause gemacht, als ich eigentlich wollte, das war jetzt fast 1 Stunde. Jetzt müssen wir ein bisschen Zeit rausholen, denke ich, aber ich habe ja eigentlich keinen Zeitdruck. Naja, da ist der Trail, da geht's jetzt rein, freue ich mich irgendwie schon drauf. Einen Berg wieder runter. Geht voll auf die Knie. Aber man kann auch kaum brennen. Wenn ihr Durst habt, geht immer auf den Friedhof. Da gibt es immer gutes Wasser. Alles immer da. Ich bin leider vom Joggen aufs schnelle Gehen übergegangen. Die Höhenmeter machen mir echt zu schaffen. Da geht jetzt noch ein letztes Mal rauf. Und da komme ich. Also ziemlich bergig die ganze Zeit. Naja, und dann hinten geht es nochmal runter. Da renne ich dann nochmal schön durch den Wald. Da bin ich auch schon da. Let's go! Jetzt mal anschaut. Da hinten auf dem Berg war ich. Auf dem im hohen Turm. Aber das ist crazy, also wie weit man laufen kann. Und das ist halt erst früher Nachmittag. Okay Leute, wir sind da. Wir sind angekommen. Ich kann euch jetzt gleich mal das Ergebnis zeigen. Also wir haben jetzt 46,37 Kilometer. Ihr seht schon, ich war richtig langsam unterwegs. Hätte ich auch nicht gedacht. 46 Kilometer jetzt in den Beinen. Ich spüre sehr ordentlich. Aber ich konnte bis zum Schluss relativ gut durchlaufen. Höhenmeter waren auch ordentlich viel drin. Ich glaube über 1000. Ansonsten bin ich natürlich hyped auf die 7 vs. Wild Challenge. Egal ob ich dabei bin oder nicht. Das wird bestimmt ein mega Projekt. Würde mich natürlich freuen, wenn ich dabei bin. Und ich kann euch gleich sagen, ich werde mich richtig heftig durchbeißen durch diese Challenge. Ich liebe Challenges. Und da gebe ich dann mehr als 100%. So viel steht fest. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann vielleicht in einem anderen Video wieder. Ciao, ciao.